Das ist so eine Glühlampe, die hier drin ist, in so einem Tageslichtprojektor, nicht bloß Licht abstrahlt, sondern vor allem Wärme, das hatten wir so bewiesen. Man sieht hier, ich kann hier einen Brennpunkt erzeugen und jetzt werden wir sehen, ich leuchte erst auf einen weißen Teil und es passiert sozusagen gar nichts. Wenn ich das Ganze aber, vorher habe ich hier dieses Papier geschwärzt mit Bleistift, wir haben das schon mal gemacht, wenn ich das aber hier drauf fallen lasse, dieses scheinbare Licht, dann sieht man ganz schnell das Brennen selber. Hier, dieses Loch ist der beste Beweis dafür. Gut, heißt aber letzten Endes, das haben wir uns erarbeitet, dass letzten Endes, und hier sieht man sogar vielleicht noch den Lichtkegel ein bisschen, dass dieses Licht nicht bloß aus Licht besteht, sondern dass es vor allem Wärmestrahlung ist, was Glühlampen erzeugen. Deswegen haben wir mittlerweile auch keine Glühlampen mehr im Angebot in Läden, sondern wir nehmen dazu andere Mittel, LEDs, Leuchtstoffröhren und so weiter und so fort. Noch eine andere Sache, eins kann man auch schön sehen, wenn ich Licht bündeln kann, dann kann ich auch Wärmestrahlung mit gleichen optischen Mitteln bündeln oder reflektieren oder. Man sieht hier, dass das Licht auf weißen Flächen reflektiert wird, die Wärmestrahlung auch, deswegen kriege ich hier nicht so schnell oder kaum diesen Brenneffekt hin und dass schwarze Flächen aber Wärmestrahlung absorbieren und deswegen sieht man das, Gesundheit, dass das so schnell funktioniert. Hier ist schon wieder das nächste Stück, was erhitzt wird, aber das mag jetzt genügen. Danke.